Es wird langsam ernst hier bei Resident Evil. Wir sind wieder in den Laboren und wir ergründen jetzt mal die neuen Bereiche, die wir vorher noch nicht uns anschauen konnten. Die haben wir beim letzten Mal noch mit dem Laborschlüssel geöffnet. Und ich glaube, wir schauen erstmal hier ran, weil das nur ein einzelner Raum ist. Und danach werden wir noch diesen ganzen Komplex, den wir da noch gar nicht gesehen haben, bisher ergründen. Die Karte hat uns ja da schon ein bisschen Aufschluss drüber gegeben, wie viel da eigentlich noch kommen mag. Und ich höre doch irgendwas. Wo muss ich denn hier lang? Gibt es da eigentlich einen Weg irgendwo? Ach, ich kann das verschieben. Will ich das denn? Ich bleib mal gerade noch hier. Wo ist denn der Krachmacher hier? Ich höre dich doch. Ich habe übrigens mal hier die Säure-Muni jetzt auch mitgenommen und eins der grünen Kräuterchen oben auf dem Weg bei dem Crimson Head, der noch auf dem Boden liegt, auch mit eingesackt. Ich dachte mir, das kann nicht schaden. Vor allem, weil wir beim letzten Mal ja schon gelesen haben, hier gibt es nochmal eine neue Gegnergruppe. Und ich glaube, die wird nicht angenehm. Kannst du jetzt mal bitte hier lang gehen, Jill? Jill, hör doch mal auf, dagegen drücken zu wollen. Ich will das hier so lassen. Ach, ich kann ja gar nicht weitergehen. Ach so. Sag mir das doch eher. Hallo? Wo sind sie? Gut, das kann ich auch nicht weiterschieben. Bisschen Gewehrmuni, okay. Das ist natürlich ganz super. Jetzt habe ich nämlich wieder so gut wie keinen Platz mehr im Inventar. Aber das Komische ist halt... Moment, jetzt muss ich mal kurz auf die Karte schauen. Der Raum geht doch nach links noch ein ganzes Stück weiter. Wie komme ich denn dahin? Kann ich hier... Moment. Kann ich hier drüber kriechen? Nee, aber ich darf das Regal nicht bis dahinter schieben, weil ich sonst nicht da... Oder? Geht das Regal bis zur Wand? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal ganz kurz raus und wieder rein. Und dann schauen wir mal, ob wir das Regal vielleicht, wenn wir es nicht ganz nach hinten verschieben, umgehen können. So, neuer Versuch. Hausmeister hat es wieder zurückgeschoben. Schauen wir mal. Ich weiß auch gar nicht, ob ich wirklich dahinter gehen will, wenn ich das so höre. Da wird es mir nicht besser. Da wird es mir nicht wohler ums Herz bei. Oh, was? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da ging's durch? Ernsthaft? Interessant. Wow, wow, was? Warte mal, warte mal. Bitte, was? Oh, komm schon. Was? Ih, sind die eklig? Sind die eklig? Was ist das denn? Oh nein. Was tun sie mir denn hier an? Ist ja unglaublich. Gut, laden wir mal nach. Och nein. Ist das... Pfui. Der OP-Tisch ist voller Blut. Das Blut sieht nicht aus, als käme es von einer Operation. Ja, also der Arzt, der... Boah. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ja, warte. Dankeschön. Dankeschön. So. Noch Fragen? Puh. Diese kleinen Bastarde. Das sind also die Viecher, vor denen uns der eine Artikel gewarnt hatte. Gut zu wissen. So, da haben wir die Gewehrmuni auch gleich wieder aufgebraucht, die wir hier aufgenommen hatten. Und ansonsten scheint es ja auch... Ja, ich weiß doch. Keine Operation. Scheint es ja auch nicht viel zu geben. Ich muss auch sagen, ein Arzt, der so rumsauen würde bei einer Operation, bei dem würde ich nicht unbedingt mich unter das Messer begeben wollen. So, können wir die Tür denn aufmachen? Festgerostet und bewegt sich nicht. Na dann. Wenn ihr das sagt. Jetzt muss ich nochmal kurz auf die Karte schauen. Da wird gar nichts angezeigt hier hinten. Also kann ich hier wahrscheinlich auch nicht durch, oder? Doch. So ein fröhliches Rumgekrabbel. Wo sind wir denn jetzt? Wieder da? Ach, aber in dem Bereich, den wir vorher nicht betreten konnten. Kann das sein? Tatsächlich. Ist ja ein Wahnsinn. Sieh mal einer an. So, ich gucke aber erstmal kurz hier drüben. Ein Batteriepack und ich sehe schon einen weiteren Computer, an dem wir eine Disk benutzen müssen, oder? Oh, komm schon. Jetzt muss ich wieder zurück und so eine blöde Diskette holen.
Och, Mist. So, nein, das habe ich doch... Das ist doch meilenweit weg. Wieso bringst du mir das nochmal? So, haben wir sonst noch was? Das Regal ist voller Gegengifte. Das Regal, ja, okay. Gut. Hier gibt es sonst nichts. Dann schauen wir mal ganz kurz, ob wir hier denn jetzt wieder zurückgehen können, ganz gemütlich. Oder ob wir wieder die Krabbelei durch die kleinen Belüftungsschächte machen müssen. Jill, musst du es noch weiter verschieben? Scheint so. Okay, jetzt scheinen wir hier durchzukommen. Das ist gut. Dann hoffe ich, bleibt das doch jetzt auch so, ne? Und ich hoffe, hier sind jetzt keine neuen Viecher. Neue Viecher? Nein. Gut. Schön. Ach je, das kann was werden mit den... Na gut, dann holen wir noch mal ganz kurz so eine Diskette und werden die mal da unten einwerfen. Dann haben wir schon mal 2 von 3 offen. So, ich gebe glaube ich wieder hier lang, ist besser. Und ich sag mir auch mal ein weiteres Pflänzchen ein. Die werden wir schon noch aufgebrauchen hier oben. So. Wieder hier rüber. Wieder hier rein. Gut, also wir kommen vorwärts. Dann nur noch eine Diskette, die wir hier aktivieren müssen. Vielleicht nehme ich auch gleich beide mit. Was denkt ihr? Sollte ich gleich beide mitnehmen? Also eine verbraucht sich ja sowieso gleich wieder. Ach kommt, warum nicht? Eine verbrauchen wir sowieso gleich wieder und irgendwo müssen wir ja dann auf das nächste Disketten-Schreibgerät stoßen. Von daher, warum nicht? Das grüne Kraut verbrauchen wir wahrscheinlich sowieso auch gleich wieder, wenn wir auf das nächste Spinnenviech treffen. Oder was auch immer das darstellen soll. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll eigentlich. Aber die sehen so ein bisschen spinnenartig aus, ne? Ich glaube, die gibt es auch in keinem anderen Resident Evil Teil. Ich könnte mich zumindest nicht dran erinnern. So. Und dann gehen wir nochmal kurz in das Räumchen hier. Glücklicherweise haben wir dann auch gleich den abgeschlossenen Raum erkundet, bevor wir überhaupt wussten, warum er abgeschlossen ist oder warum man nicht reinkommt. So, habt ihr jetzt wirklich... Oh ne, ihr habt das Regal jetzt wieder zurückgeschoben. Kann ich das wieder... Nein, ich kann es nicht wieder hinschieben. Ach, dieser Hausmeister. Der macht einen schon fertig hier, der Junge. Okay, dann kraxeln wir mal hoch. Wieder hier durch. Ich hoffe, es kommen keine neuen Gegner. Ich höre zumindest nichts, außer komischen Kakerlaken. So. Und putzen können hätten sie ja auch mal. Hier sieht es ganz schön versaut aus. Ein Leichensack liegt auf dem schlichten Bett. Das Datum auf dem Sack liegt schon weit zurück. Ja, wenn ich mir den Raum so angucke, dann ist ja auch schon lange keiner mehr gewesen. Gut, achso, ich kann ja nicht einfach draufklicken. Ich muss ja die Diskette benutzen. Wunderbar. Die Übertragung des Passcodes scheint etwas freigeschaltet zu haben. Tatsächlich. Okay, dann nein, das ist der falsche Weg. Der bringt mir gar nichts. Beziehungsweise darüber könnte ich natürlich auch wieder hier drüben hin zurückkehren. Aber das würde länger dauern als die andere Variante. Dann gehe ich doch lieber so. So. Okay. Der Raum wäre also auch abgeschlossen. Dann bleibt nur noch das ganze System. Und ich nehme an, dort werden uns noch mehr von den Spinnenviechern begegnen. Ich schaue nochmal kurz auf die Karte. Der Raum wird noch rot angezeigt, der Gang. Steht hier noch irgendwo was rum? Mal kurz schauen, ob wir noch irgendwas hier einsammeln können, das vielleicht auf dem Boden liegt. Aber ich sehe nirgendwo was aufblitzen. Nee. Nichts. Da blitzt nichts auf. Okay, aber vielleicht hier auf diesem Tischlein? Nee. Gibt es hier hinten was? Nee. Gibt's hier vorne was? Ach, siehst du mal, ein Dolch. Gut, dass ich nochmal... Ist ja immer noch rot. Ein Magazin. Jetzt ist es nicht mehr rot. Gut, dass ich nochmal auf die Karte geschaut habe. Okay. Haben also noch ein bisschen was an Muni und noch eine Selbstverteidigungswaffe dazugekommen. Wir haben mittlerweile schon ziemlich viele davon, aber... Ist nicht schlimm. Ich find's okay. Also, wenn jetzt die Viecher kommen und die vielleicht auch einen anspringen sollten... Dann ist es ganz gut, wenn wir ein bisschen was davon haben.
Und ich habe auch gelesen, dass die Selbstverteidigungswaffen wohl angeblich einem auch beim Endgegner helfen können. Das will ich dann dort mal ausprobieren, wenn wir da hinkommen. Der Aufzug funktioniert nicht. Anscheinend müssen Sie den Schalter auf der rechten Seite aktivieren. Das ist anscheinend das Bedienfeld für den Aufzug. Schalter drücken? Na klar. Anscheinend gibt es keine Stromzufuhr. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es so einfach gewesen wäre. Okay, erstmal in den Raum links. Also links von Jill, nicht links von uns. Oh, sehr gut. Das freut mich, da müssen wir nicht nochmal hochrennen jedes Mal. Das erste Hilfespray, das schmeißen wir dann auch direkt hier rein, würde ich sagen. So, das kommt mit hier unten. Reiht sich in die lange Reihe der Erste-Hilfe-Sprays ein. Ich glaube nicht, dass wir da noch irgendwas großartig von verbrauchen werden. Aber na gut, wer weiß. Beim Endgegner dann vielleicht. Wer weiß, wer weiß. So. Und dann soll ich gleich nochmal speichern? Ich weiß es nicht. Stühle und Materialien sind überall verstreut. Die Wände sind voller Kratzer. Kurz auf die Karte. Die ist zumindest rot, also scheint hier noch mehr zu liegen. Oh ja, noch ein bisschen Gewehrmuni. So, jetzt kriege ich aber langsam Platzprobleme. Oh, und Granaten sind ja auch noch. Mensch, die meinen es aber gut mit uns. Okay, die Gewehrmuni, die packe ich erstmal hier mit drauf. Es ist interessant, also wenn man einmal weiß, dass das automatisch kombiniert, wenn man hier was drauf schmeißt, dann ist es ganz praktisch. Mich hat es nur extrem geärgert, als ich das gemacht hatte mit der Gewehrmunition, mit den zwei Schuss und ich die dann auszusehen in die alte Pumpgun reingeschmissen habe. Das war nicht so cool. So, Granaten, her damit. Die schmeißen wir direkt in den Granatwerfer rein. So. Und dann speichern wir mal. Ja, bitte. So, ist schon mal gut zu wissen. Hier ist also noch ein Raum. So, jetzt kann ich das wieder speichern hier. Das hatte ich aber im letzten Mal bloß noch gelassen, weil ich mir nicht sicher war, ob die Aufnahme was wird. Rein vom Technischen her. So, das ist schon mal gut zu wissen, dass wir hier... Nein, das packe ich nicht dahin. Dass wir hier noch so einen Raum haben. Und vor allem, dass ein Raum weniger mit irgendwelchen Viechern voll sein kann. Da können wir uns hierhin retten und zur Not auch Heilzeug holen, wenn es uns mal etwas Ärger erwischt. Das ist gut. So, dann kommt nicht mehr viel, sehe ich gerade. Oh ja. Hä. Toll. Ich freue mich total. Gut, schauen wir mal. Jetzt müssten wir eigentlich in eine größere Laboranlage kommen, oder auch nicht. Und ich höre schon wieder jemanden. So, zeigt mal bitte. Ich drehe mich schon mal so. Hallo? Okay, hier ist schon mal keiner. Juhu! Wow! Nicht mit mir, mein Freund! Was? Bleib doch hier! Lass uns spielen! Schön! Ich bleib noch ein bisschen hier stehen. Na toll. Die krabbeln also durch die Lüftungsschächte wie die Irren. Das ist total super. So macht das nämlich riesen Spaß, gegen die zu kämpfen. Na komm! Trau dich! Nee. Oh, was? Warte mal. Hey, so haben wir nicht gewettet. Und ich sag's noch, die Dinger sind nützlich. So, runter mit dir, du kleiner Bastard. Ich glaube, es hackt, aber hat uns nichts abgezogen. Okay, also gegen die sind die Selbstverteidigungswaffen, glaube ich, noch sehr praktisch. Achtung, Explosionsgefahr. Treibstoff nicht schütteln. Das hatten wir schon mal gelesen. Ein Nachtankgerät für den Hochspannungsraum. Es funktioniert derzeit nicht, weil es keinen Treibstoff gibt. Das ist eine leere Kapsel. Stecken wir ein. Wir wissen, wo es was zum Nachtanken gibt. So, ich will aber erstmal hier ein bisschen für Ordnung sorgen. Warte mal, komme ich hier nicht lang? Nee, tatsächlich. Ich dachte, da würde es auch durchgehen. Na gut. So, wo bist du denn, mein Kleiner? Da warst du also. Nein, sowas. Gut, 6 Schuss. Ist okay.
Ernsthaft? Wie es ihn auch einen Scheiß interessiert, dass ich ihm ins Gesicht schieße. Kleine Bastarde. Okay, wir scheinen ja doch rumzukommen. Ach, hier vorne. Ah, alles klar. Hier haben wir noch eine Tür. Ach, das ist die, durch die wir gekommen sind. Okay. Gut, dann gehen wir mal ganz kurz zum... Na, zum Heilraum, weiß ich nicht. Zum Heilraum, sag ich mal. Zum Speicherraum. Zurück. Quatsch, da wollte ich nicht hin. Ich wollte das hier verwenden. So, dann werden wir mal ein bisschen Treibstoff holen, nicht wahr? Aber doch, ich gehe noch mal kurz hierhin zurück, weil wir noch 4 Schuss für die Pumpgun haben. Die wollen wir uns noch reinladen. Kann nicht schaden. So, mach mal auf hier. 7 Schuss sogar, siehst du mal, habe ich gelogen. Nee, ich dachte auch gar nicht 4 Schuss. 4 Schuss hatte ich drin. Ich dachte, wir hätten 6 Schuss dabei, aber es sind sogar 7. Okay, wieder nachgeladen. Ich glaube ehrlich gesagt, jetzt kommen keine Zombies mehr, ne? Ich pack mal die Beretta weg. So. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht entscheiden, verdammt. Okay, ich nehme sie doch mal mit. Weil, verrate ich nicht. Ich glaube, wir können die noch gebrauchen. Wenn auch nicht gegen Zombies, weil ich nicht glaube, dass noch Zombies kommen. Aber ich glaube, wir können die noch gebrauchen, um ein bisschen Muni zu sparen von den größeren Waffen. Weil noch ein Gegner kommt, bei dem man nicht unbedingt denken würde, dass man mit der Beretta irgendwas machen kann. Bei dem sie aber auch praktikabel ist. Nicht ganz schlecht zumindest, nicht ganz verkehrt. Und wenn ich da ein bisschen was von meinen stärkeren Waffen dann einsparen kann an Muni, dann mache ich das auch. Gut, wir gehen hier lang. Hinten ist jetzt noch eins offen. Da können wir den Hebel von mir aus auch noch rumlegen dann. Können wir aber auch einfach machen, wenn dann alle drei grün leuchten. So, hier ist jetzt auch keiner mehr. Sehr schön. Halt, da will ich gar nicht hin. Hier will ich hin. Sieht aus wie ein... Ja, genau. Die Kapsel setzen wir ein. Ein Nachladegerät. Sie haben folgendes, Treibstoffkapsel. Der Hauptbestandteil dieses Treibstoffs ist eine Nitro-Verbindung. Durch Rennen könnte eine tödliche Explosion ausgelöst werden. Danke für den Hinweis. Wir müssen also schleichen. Na, das wird ja super. Ich könnte mich immer noch drüber amüsieren, wie Jills Möpse hin und her hüpfen. Fiel mir gerade wieder auf, als sie jetzt gegangen ist. Bounce, bounce. Warum? Warum macht man sowas? Ich verstehe das nicht. Als ob jemand in den Kampfeinsatz ohne BH gehen würde. Als ob die Brüste so hin und her wackeln würden, so extremst, wenn... Ja, also sie hängen ja nicht lose, ne? Und als ob das irgendwie, keine Ahnung, anziehend wäre, wenn das da so hin und her wackelt. Das ist doch lächerlich, oder? Seht euch das mal an. Na gut, wollen wir uns nicht über solche seltsamen Sachen aufregen. Ich meine, naja, Spieleentwickler halt, ne? Gut, das ist natürlich ein bisschen blöd, dass wir jetzt gehen müssen. Aber was soll's? Lieber ein bisschen länger gebraucht, als in die Luft geflogen. Bin ja fast versucht, das mal zu machen, ne? Aber ich habe halt schon wieder vor 5 Minuten gespeichert und nicht erst vor 2. So, ich hoffe doch, hier kommt jetzt niemand. Das wäre gemein. Nicht, dass die mich dann schütteln und ich dadurch in die Luft fliege. Eigentlich dieser Ofen hier. Da züngeln die Flammen der Hölle raus. So, haben wir es geschafft. Geh mal hier hin. Wie jetzt? Das brauche ich nicht. Willst du mich verarschen? Ja, natürlich gibt es keinen Treibstoff. Die Kapsel ist ja auch nicht drin. Okay, die muss man wieder so einsetzen, indem man drauf drückt. Da ist das Spiel ein bisschen inkonsequent. Manchmal muss man das ansprechen, den Gegenstand, wo das eingesetzt werden soll. Manchmal muss man es aktivieren im Inventar. Naja, was soll's. Okay, der Treibstoff ist wieder da. Wir können wieder rennen. Jetzt will ich mir das mal anschauen hier. Hier brennt ein Feuer. Tatsächlich. Könnte es eine Art Ofen sein? Nein! Mensch, still. Diese Erkenntnisse. Es ist Wahnsinn mit dir. Gut. Aber wir gehen mal ganz kurz hier drüben schauen.
Ich weiß, wir haben jetzt den Aufzug wahrscheinlicherweise aktiviert. Aber wir wollen uns mal noch hier hinten umschauen. Ein bisschen ausklären den Bereich erstmal, bevor wir weiter mit dem Aufzug durch die Gegend kurven. Oh, schön. Oh, komm schon. Du kleiner Sack. Jetzt bleib auch liegen. Sowas Kackbratziges, es ist unglaublich. So, aber ich habe nichts mehr zum Heilen mit, okay. Sonst noch jemand hier? Ernsthaft? Bleib hier, mein Kleiner. Du musst nicht mehr durch die Gegend rennen. Ist da oben irgendwie ein Nest oder sowas? Ist ja schrecklich. Ich hoffe, das war's jetzt. Ach, sieh mal einer an. Da können wir gleich noch die letzte Diskette loswerden. Ja, ich weiß. Ich wollte es auch nicht nochmal anklicken. So, dann machen wir das mal, bevor der Typ hier uns belästigt. Und damit ist hinten jetzt die Tür offen. Es wird. Gut. Ja, die Übertragung hat was freigeschaltet, wissen wir. Schön, wie es ihn weghaut. Bleib da. Oh, haut er wieder ab? Ihr seid so feige, Leute. Ihr seid so feige.